So, hallo Leute und herzlich willkommen hier zum zweiten Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Diesmal hoffentlich mit weniger Fails als beim letzten Mal. Wir sind hier beim Buch vom Drachenblut und da gucken wir doch mal rein. Nein. Wie ich schon sagte, muss ich mich noch etwas an die Steuerung gewöhnen. Bücher. Das Buch vom Drachenblut. Lesen. Wie kann ich... Ah, so. Okay. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffs wird nicht überall verstanden. Uns vom Orden des Talos liegt das Thema sehr am Herzen und in diesem Buch will ich versuchen, die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten, die im Laufe der Zeiten als Drachenblut bezeichnet wurden. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass der Begriff zum ersten Mal in Verbindung mit dem Pakt von Akatosh verwendet wurde, als der gesegnete Sant Alessia das Amulett der Könige überreicht und die Drachenfeuer im Tempel des einen zum ersten Mal entzündet wurden. Akatosh, der voller Mitleid auf das Elend der Menschen sah, nahm kostbares Blut aus seinem eigenen Herzen und segnete Sant Alessia mit diesem Blut der Drachen und schloss einen Pakt. Solange Alessias Generation dem Drachenblut treu bleiben würden, würde Akatosh dafür sorgen, dass die Tore ins Reich des Vergessens versiegelt bleiben und ihren Feinden, den Dedra, Liebhabern der What I leiden, der Zugriff auf die Armeen der Dedra und Untoten versagt sein würde. Wer von Akatosh mit dem Drachenblut gesegnet war, wurde einfach Drachenblut genannt. Ja, das geht jetzt hier noch eine ganze Weile weiter. Ich denke, so werden wir nicht vorkommen, wenn ich jedes Buch vorlese. Schade, eigentlich wäre interessant gewesen, aber dann lassen wir das. Und setzen unsere Reise fort. Das Buch nehmen wir trotzdem mal mit. Wir müssen hier raus. Tornister durchsuchen. Dietrich und kleine Heilung, das ist doch wunderbar. Okay. Ich sagte, die Festung wird angegriffen. So, sind wir hier? Gehen also tiefer in die Gemächer. Sind wir hier an derselben Stelle, wo man auch beim anderen Handlungsstrang ist? Knacke das Käfigschloss. Welches Käfigschloss denn? Hier? Nein, aber ich kann durchsuchen. Schäbige Robe. Nein, danke. Das Regal ist auch leer. Hier kann ja wohl kaum ein Schloss gemeint sein, oder? Also ich glaube, wir sind hier neu. Welches Käfigschloss denn? Könnte mir da einer helfen? Ruft mich mal fix an. Ja, ich weiß ja nicht, welches Käfigschloss gemeint sein soll. Wir setzen hier einfach mal unseren Weg fort und laufen gegen die Balken. So, gut. Interessant, mal diesen anderen Anfang zu sehen. Ihr werdet Himmelsrand nicht lebend verlassen! Mann, bleib doch mal stehen. So. Super. Du bist auf meiner Seite. Ja, das haben wir doch super erledigt. Diesen ersten Kampf hier. Also erstmal richtigen Kampf.
Eisenpfeil, bla 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 bla, Langbogen. Nehmen wir doch mal einen Langbogen mit. So, auf den Rest habe ich keine Lust, das zu durchsuchen. Wo müssen wir lang? Müssen wir hier lang? Ich weiß, was das ist. Nein, falsche Taste. Ich glaube, er brennt. Du kannst nicht sterben, oder? Scheinbar nicht. Ist egal, ein brennender Freund macht sich auch immer gut. Kommt bei den Mädels gut an. Ja, und hier war der Hebel. Mal zum letzten sehen, Part. Das hier hinführt. Den darfst du betätigen. Den darfst du betätigen. Ich weiß, dass du ihn betätigst. Ich bin dein Erster, ich bin dein Erster, ich bin dein Erster. Super vorangestürmt. Kommt hier noch ein Kampf oder ist das hier mit dem Bären? Oder kommen erst die Spinnen? Ich weiß es gar nicht. So genau. Oh. Da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Ja, wir hatten Glück. Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf den Weg machen. Ich habe vergessen, meine Stoppuhr zu stellen. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Könnte also sein, dass dieser Part etwas kürzer wird als sonst. Ah, hier ist das mit den Spinnen. Okay. Wenn wir schleichen, sehen sie uns vielleicht nicht. Habe ich sie alle alleine getötet? Mann, ich bin der King. Der King bin ich. Ah. Ich kann den nicht durchsuchen. Mir war so, als wenn sich da oben was bewegt hat. Ich kann ja hier mal drüber reden, was euch hier noch so für Let's Plays erwarten könnten. Also... mumifizierte Leiche hatten die direkt dabei, das ist nett. Au! Was zur Hölle? Muss ich hier lang? Stronghold könnt ihr euch erwarten, Pokémon, Zelda, sowas in die Richtung vielleicht noch. Also alte Spiele, die ich mal gespielt habe, neue weniger. Das ist Skyrim wirklich schon das Neueste. Vielleicht Happy Wheels, ich habe es gestern auch ausgetestet, es lief noch nicht wirklich so, wie ich wollte. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Ja, eine Bärin. Mit der möchte er sich nicht anlegen. Ich weiß, aber ich möchte mich mit dir anlegen, denn ich habe einen Langbogen. Und du wirst mir mit Sicherheit anbieten, auf die Bären jetzt lieber nicht zu schießen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag... Dann heute ist mein Glückstag. Ich habe das so im Gefühl. Welchen Tag haben wir überhaupt heute? Ist schon nach 0 Uhr? Na, Entschuldigung. Entschuldigung, gibst du mir meine Pfeile wieder? Einen zumindest. Das ist doch wunderschön. So, weiter geht die Reise. Ich schleiche immer noch. Jetzt nicht mehr. Und ja, Laura, falls du das guckst, ich habe schon wieder Jetze gesagt. Scheinbar habe ich das doch so in meinem Dialekt drin. Ich bin sowieso gespannt, ob überhaupt irgendwer... Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. ...meine Let's Plays gucken wird. Und der Ausgang. Wie lange haben wir denn? Ja, wir sind aus Himmelsrand raus, ja. Wir haben ganz Himmelsrand durchquert in zwei Parts. Das schaffen wir nur wir.
Nein, wir sind aus dieser Höhle, was auch immer, entkommen, dem Drachen entkommen, haben überlebt. Loading Screen wollte ich eigentlich vorlesen. Beim Zaubern solltest du warten, bis der Zauber bereit ist, bevor du die Taste. La la la. Guck mal in den Himmel. Wartet! Warum? Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob Ich weiß, dass hier ein Drache kommen sollte, aber habt ihr irgendwie einen gesehen? Oder gehört? Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Komisch, dass alle in Flusswald Verwandte haben. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Okay, ich soll also mit Alvor sprechen. In Flusswald. Und ich denke, das werden wir doch ganz einfach im nächsten Part tun. Dann sage ich Tschüss und bis dann.